Zurück in die Zukunft ist Vergangenheit. Willkommen zurück bei Lego X-Men. Menschen. Ja, Lego X-Men, ja, nicht ganz. Nicht ganz, ne. Lego Dr. X. Dr. X, neben okay. Neben der Drachenbursche. Genau, Dr. Affenbursche ist auch wieder am Start. Und natürlich der Len, der 16. Doktor oder so ähnlich. Aha, ja. Mit am Start sind auf jeden Fall heute auch der Dominik, geschrieben mit C am Ende. Und der Patrick, geschrieben mit CK am Ende. Mal sehen, was der Doktor zu Scooby-Doo sagt. Wenn er überhaupt was zu ihm sagt. Das wäre schon so. So, Scooby-Doo, sag, mach mal was. Hey, ich habe ein paar Informationen gefunden, die vielleicht helfen können. Ja, wir wissen, wir können die Scooby-Doo-Welt reisen. Machen wir auch noch, so, wir werden ja auch in die Scooby-Doo-Welt reisen. Allerdings haben wir noch so viele Welten vor uns und außerdem müssen wir erstmal dieses Level-Pack hier abschließen, bevor wir in irgendwelche anderen Welten reisen. Und wir bauen... Wir bauen jetzt den zusammen, der uns mal angegriffen hat. Nein. Nicht. Wie kann ich nach hinten? Vielleicht müssen wir was anderes zuerst dran setzen. Die Arme zuerst dran müssen oder so. Nein, niemals. Völlig unmöglich, das ist diese Vorstellung von mir, oder? Ja. Warte, ich stelle mich mal hier hin, dann kann ich es vielleicht. Okay. Klappt doch. Len bekommt alles Wow. hin. Ja, jetzt mach ich wieder runter. Achso. Oh. Ah! Danke, Mr. Roboto. Er hatte was im Kopf. Kann man nichts gegen ihn sagen. Blöd ist er nicht. Wie geht das Lied? Arigato, Mr. Roboto. Oder so? Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Egal. Nicht so wichtig. Wie kann man die Minikits ran? Momentan gar nicht, oder? Ich habe keine Ahnung. Die waren vorne hinter dem Tor. Tor. Aber in einer anderen Zeit. Das heißt, wir müssen irgendwie hinter das Tor kommen in die andere Zeit. Na egal. Sowieso jetzt erstmal wieder reisen, oder? Ja, wenn man hier nichts machen kann, man könnte... Ne, hier kann man definitiv nichts mehr machen. Dann reise doch mal. Wo geht unsere Reise hin? Ach, du musst ja wieder... Ah, Mann, immer muss der Doktor ran. Oh yeah. Ich doktor rum. Ja, ich sehe schon. Nicht Dr. Whisky. Doktor, ist ein wirkliches Doktorspiel hier. Ja, nicht Dr. Rum. Nicht Dr. Whisky, sondern Dr. Dr. Rum, ja. Wollen wir hier hin oder wollen wir nach da? Da waren wir schon oft genug, oder? In der Innenstadt, da verbrannten. Ach, geh mal dahin, wo wir hin müssen. Würde ich auch vorschlagen. Nur wie wir da hinten an die hier rankommen, ist mir auch noch ein Rätsel. Welche Zeit waren wir gerade eben? Ha, es kommt Musik gerade. Jetzt läuft sie weiter, die Musik, ja, stimmt. Ja. Aber sie läuft öfters mal nicht weiter. Gar nichts da. Nichts als Stille. Da mussten wir die Special Effects machen. Ja. Dabei haben wir die. Aber die haben wir schön gemacht, die Special Effects, da kann man nichts sagen. Ja, wir sind Special Effect Monster. Ja. Wir können das. Natürlich. Ich bin ja sowieso ein Monster, ich bin ja ein Drache. Monster! Monster AG sind wir eigentlich hier. Aha. Natürlich. Okay, funktioniere wieder. Und wer ist okay. Sunny? Wer ist Sunny? Weiß nicht. Kannst du dir aussuchen. Jetzt zurück in die TARDIS. Was? Wer von uns beiden wer ist? Ob du groß, dick und flauschig bist oder doch lieber klein, rund und grün mit einem Auge. Ich bevorzuge zwei Augen. Okay, also doch die flauschige Variante. wir müssen zurück in die TARDIS. TARDIS schon wieder? Ja. Aber ich mach schon. Okay. Wohin geht's diesmal lieber denn? Wohin führt uns die Reise? Denselben Ort 2025. Ah. Mhm. Wie cool wär's, wenn die TARDIS TIE Fighter Sound hätte? Das wäre richtig gut. Ich kann's nicht. Nee. Es ist unmöglich nachzuahmen. Nee, das ist echt. Also, gibt Dinge, die kann man einfach nicht. Dalek, aus. So, und jetzt können wir hier irgendetwas machen. Ja. Yep. Sachen zusammenbauen können wir hier zum Beispiel. Ja, aber dazu müssen wir erstmal ein paar Sachen kaputt machen. Ja. Yep. Das gehört leider auch noch dazu, stimmt. Ja. Dalek hier. Dalek. Komm mir nicht so. Dalek herrschen absolut. Das wissen wir. Das haben sie uns schon oft genug gesagt, dass wir es auch irgendwann mitbekommen haben. Ja, hey. Dass wir oh, da ist kein R2D2 zum Andocken. Oh. Bau ihn doch mal. Wir müssen hier oben dran hängen, oder?
Ja. Ich persönlich bevorzuge Roboterhunde. Die sabbern nicht so viel und können vernünftig reden. Und jetzt muss ich ihn schieben. Ja, yep. Danke lieber für den Hinweis. Ja, der Magnet. Irgendwie läuft das hier aber auch noch nicht so ganz flott. Komm, Hexe, schneller, schneller, da geht was. Teamwork. Teamwork. Ey. Len, bitte übernehmen Sie ab hier. Ey. So. Boah, ist das ein schweres Teil. Nein, das funktioniert nicht so, wie es soll. Und der Arm kommt und... Da dockt er an. Da dockt er an. Applaus. Applaus, ja. Ja, ein ganz schöner. Man lässt mich fliegen. Zum letzten Generator gelangen können. Doktor, mal her, bitte. Ich doktor an. Dann doktor mal an. Ja, ist schön. Wow. Wir kommen dem Ding näher. Das sind Vibes, du. Good vibrations. Wow. Mit diesem Gerät kann ich das Kontrollsystem der Daleks überschreiten. Regelloser! Yay! Wenn wir jetzt noch alle Minikits finden, dann sind wir echt erfolgreich. Ach Gott, das da. Das da. Hat der Clara gesehen? Sie passt auf mich auf. Mach du das. Ich das nicht tun. Mach ich. Warte, ich muss den runternehmen und. So, wo willst du hin? Was nach vorne. Hast du eins von vier? Du willst grün. Wahrscheinlich grün. Du bist ganz sicher auf grün. Yep. Ich setz alles auf grün. Das war keine Frage, das war... ein Befehl. Du bist ganz sicher auf grün, Dalek. So, 2 von 4. 3 von 4 und jetzt nochmal blau, bitte. Natürlich. Einmal blau machen, Len. So. Lass natürlich alles reinkommen. Jetzt kommt, geht auf. Hexe läuft nicht weiter. Ich meine, sie kann hüpfen. Ah, können wir die Gegner besiegen vielleicht sogar? Sollen wir mal drauf hüpfen auf sie? Die Hexe hängt, die lässt sich nicht mehr bewegen. Geil. Ich glaube, du musst ran. Ich geb dir einen Schubs. Ja, wäre nett von dir. Schade, steht auf diesem kleinen Ding ja, da, das war irgendwie ein Kaputtzeichen. Ja, ich weiß. Ja, ich kann es auch nicht mehr zurück. Nee, ich kann mich gar nicht mehr bewegen. Dann kaputt, der Hexe ist kaputt. Meinst du, das funktioniert, wenn du das wieder drauf tust, dann mir... So, ah, are you kidding me? Schöne Aktion, Mister, Len. Mister, why are you kidding me so much? Schöne Aktion, Len. Danke. Oh, ich muss so rot wieder drauf tun, ja. Oh mein Gott. Len muss jetzt alles machen, da die Hexe in der Backhölle verschwunden ist. In der was? In der Backhölle. Ich hab Back der Hölle verstanden. In der Back der Hölle, ne. Back der Hölle, why? Passt jetzt zur Hexe, die verschwinden ja ganz gerne mal im Backöfen. Ja. Backe da. Nein, wo? Nein. Len macht schon wieder sehr spannend. Natürlich. Spannender als notwendig. Natürlich. Ich wusste nicht, dass man in die Mitte gehen kann. Ja. Das wäre auch zu einfach. Ja. Ah, schön. Ach, der dreht schon wieder durch. Gib mal dieses Auto zu. Zeit, das Energiefeld auszuschalten und dem Ganzen ein Ende zu machen. Wenn es das schon wäre, dann wäre es. Okay, zeitlich ziemlich. Ja, aber auch nur, weil wir ewig das Zeug gesucht haben. Ja, es ist kurzes Level. Wenn es jetzt schon vorbei ist. Wir müssen ja eh nochmal in die andere Zeit zurückreisen, um durch dieses Tor durchzukommen, auf der anderen Seite. Müssen wir? Na klar, irgendwas müssen wir ja machen, da müssen wir ja durchkommen, aus irgendeinem Grund. Ja, aber... Und jetzt müssen wir hier nochmal in der Zeit ja zurückreisen. Zeit. Ja, aber wo? Weiß nicht, das 1800 sonst was, weil da noch Minikits waren. Ja, aber... Vielleicht geht's ja jetzt. Schau mal, ob das jetzt geht. Nimm mal Herrn Doktor. Nö. Geht nicht. Londoner, was war das? Gehen wir mal. Schrottplatz. Da waren wir. Wir waren bei allen Zeitpunkten mittlerweile schon, oder? Ja, wir waren schon überall. Schade eigentlich. Na, dann müssen wir wohl hier durchgehen, oder? Oder, ne, hier gab's hier noch was? Ich glaube fast, dass es hier nichts mehr gab. Nein. Ich weiß nicht. Weiß es nicht. Zu spät. Oh.
Schick. Ich muss bloß den temporalen Ursprung dieses Schiffs finden. Ah, hab dich. Nur noch eine Tour, bevor ich es ganz ausschalten kann. Unautorisierter Computerzugriff festgestellt. Ich hab gar nichts gemacht. Das war schon da, als ich hier ankam. Wow! Sind so intelligent, die Daleks. Du magst ein neues Gesicht haben, Doktor. Doch du bist immer noch der gleiche plappernde Narr. Davros, nicht so sehr böse wie völlig wahnsinnig. Was hast du mit der Bevölkerung der Erde angestellt? Ich gab ihnen eine neue Berufung. Die Daleks. Sie sind... Ja, Doktor. Deine kostbaren Menschen. Werft ihn in eine Zelle! Während ich die Dalek-Produktion auf einen Time Lord-Körper vorbereite. Ich weiß. Ich soll mich ganz wie zu Hause fühlen, hm? Hinein. Ach ja, ich hätte gerne einen Weckruf um 7 und 2 weichgekochte Eier zum Frühstück. Und ordentlich Butter auf den Toast. Daleks, so berechenbar. Und nun, da ich weiß, wann und wo dieses Schiff herkam, kann ich dieses Gräuel aufhalten, bevor es geschieht. Das kann nicht sein. Wie ist das überhaupt möglich? Ah, es geht noch weiter. Schön. Noch irgendein Friedhof. Ach Gott. Oh je. Nein, nicht die wieder. Oh je. Hilfe. 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 Speicherpunkt haben wir erreicht. Und wir haben echt die Minikits verpasst im anderen. Ah, das ist ärgerlich. Das heißt nicht, dass wir das Level nochmal machen müssen, um an die ranzukommen. Dann müssen wir nicht sowieso jedes Level nochmal machen? Eigentlich nicht, ne. Zum Beispiel das Portal müssen wir nicht nochmal machen. Ja, das ist aber auch das Einzige. Ja. Ja, sonst fehlt uns immer noch irgendwie wegen Aquaman oder weil wir am Anfang die Charaktere noch nicht hatten. Oder Midway Arcade. Midway Arcade, ja, Midway Arcade und Aquaman oder Ghostbusters. Da ist immer die Auswahl sehr groß an Sachen, die wir noch nicht haben. Genau, die Ghostbusters, die haben wir auch noch nicht, das stimmt. Nö, die Ghostbusters, da musst du dich nicht entschuldigen, das kannst du immer bringen. Kann ich hier überall hier hinten rumfliegen, obwohl hier absolut nichts ist? Beine der Engel sind quantenbeschränkt. Sie sind schnell, schneller als irgendjemand fassen kann. Denk einfach an das schnellste Wesen, das du je gesehen hast. Und vergiss es wieder, denn sie sind schneller. Und vergiss es wieder, natürlich. Toll. Ich weiß nicht, ob ich hier schon hoch sollte, aber ich bin einfach mal hier schon hoch. Ich glaube, du solltest noch nicht da hoch. Okay, dann gehe ich wieder runter. Weil wir können jetzt erst da hoch. Ach so. Also du kannst jetzt schon oben bleiben, aber du warst zu früh oben. Das tut mir aber leid. Wahnsinn, Spoiler da. Da spoilere ich schon das halbe Level wieder mit. Oh, Scooby-Doo. Haben wir noch dabei? Der ist noch dabei, oder? Jawohl. Natürlich ist er noch dabei. Ja, der Sänger, dass du ihn wieder runtergetan hast. Hätte sein können, aber... Normalerweise tust du ja immer alles, was wir nicht gerade in dem Moment brauchen, runter. Das stimmt. Aber Scooby-Doo habe ich nicht runter. Wahnsinn. Gute Aktion. Das du darfst es aufmachen, aber sie seht ja, was dabei wieder rauskommt, wenn das aufmacht. Ah, halt die Klappe. So, dann drehen wir hier mal am Rad. Tu das. Was auch immer das bringt. Es pfeift im Ohr. Wow. Das hat gequietscht. Wahrscheinlich müssen wir hier die Fackel anmachen. So viele Spinnen. Ja. Da fackeln wir nicht lange. Ach komm, jetzt hier. Der ist noch nicht ganz am Ende. Doch, das ist am Ende. Ja. Ah, was? Warum? Ich habe Len eingesperrt. Doktor, warum? Warum, Doktor? Tja, den Doktor haben wir leider nicht mehr zur Verfügung. Warum? Ach ja, und jetzt können wir das wieder verschieben, das Ding, oder? Gott. Ja. Warum? Ich hab nichts gedrückt und der springt einfach dahin. Tja, der wollte eingesperrt werden, Len. Ja. Oh mein Gott. Len kann es gar nicht fassen. Kommen wir denn hier überall noch hin? Zurück! Ich habe einen Löffel und ich werde ihn benutzen. Okay, wow. Der kann teleportieren. Was kann er? Sich teleportieren. Okay. Pass auf, der schaut dir immer ins Gesicht. Oh, okay, da ist eine.
Okay. Eine. Ja, was wohl? Weiß ich nicht. Ein weinender Engel. Achso, oh Gott. Bin schon wieder vorgegangen hier. Wo wir noch gar nicht hin sollten, glaube ich. Eine Telefonzelle. Aber eine sehr... Au! Eine sehr große Telefonzelle. Und entweder ist die Telefonzelle sehr groß oder wir sind sehr klein. Ach, das sind das die Viecher, die... Sind das die Viecher, die... Wenn man denen ins, in die Augen schaut, dass man die sofort vergisst? Nein. Der Drachenbursche weiß überhaupt nicht, wovon ich rede, aber nein. Ich weiß es nicht, ich weiß echt nicht, ob es die Viecher sind. Da müssen wir wahrscheinlich rein später, deswegen erlaube ich mir mal nochmal außen rum zu fliegen. Zu schauen, was es hier noch gibt. Aber Minikit-technisch gibt es hier gar nichts mehr, oder? Ja, gar kein Minikit dabei, echt nicht? Ja, bis jetzt hat nicht. Vielleicht in der großen Telefonzelle. Das können wir nicht rein, oder? Nö. Naja, hoffen wir mal auf die Telefonzelle. Vielleicht kommen wir da rein, vielleicht aber auch nicht. Wir könnten die aus der Luft angreifen. Ha, Luftschlag! Ah, einen habe ich erwischt. Hey, Bohn! Scooby läuft immer noch so genial. Jedes Mal wieder lachen, wenn ich Scooby laufen sehe. Wow. Oh, sehr elektrisierend. Oh, hier sind ja noch einiges an Münzen. Sie sind Imperator. Ja. Alles kleine Palpatines. Ja. Ah, sie kommen von überall. Alles Sifs. Ja. Überall Sif. Ich hab gerade einen kaputt geboxt. Ja. Au, nicht mich grillen. Also der einzig moderne Sith, der Blitze werfen kann, war... Palpatine. Definiere modern. Nach der galaktischen Eichung. Ja. Zeitrechnung. Ja. Natürlich Zeitrechnung. Tja. Weiß ja vielleicht nicht jeder. Auch wenn's lang, lang her ist, aber. Ist auch ziemlich weit weg gewesen. Ja. Das stimmt natürlich auch. Ja, so kann man Sachen auch reparieren. Natürlich. Wir haben eine TARDIS in einer Riesentelefonzelle. Ja. Wir haben eine TARDIS in einer TARDIS. TARDISception. Nein, das kann nicht sein. Habe ich hier einen Makel? Nein. Ich gehe mit der TARDIS in... Okay, da kommen wir nicht hin. Du musst hier was aufbauen, lieber denn. Beziehungsweise ich aber muss was aufbauen. Ich bevorzuge Roboterhunde. Die ist aber nicht so viel und können vernünftig reden. Das sagtest du bereits. Wir haben ja auch unseren Roboterhund dabei. Achso. Ach, das sagt er immer, weil Scooby-Doo dabei ist. Ja, jetzt ist mir auch gerade... Ah. ...in den Kopf geflogen. Gestiegen, gedummt, dann bin. Ich bin Wildstyle und ich bin keine DJ. Was? Hätten wir auch mal mitzählen sollen, wie oft sie das sagt. Aber ich dachte... Nein, Len, sie ist es wirklich nicht. Oh mein Gott. Kommen wir da raus oder kommen wir da raus? Okay. Das hast du toll gemacht. Danke. Ach, ich hätte jetzt mit einer Fliege und irgend so einer flippigen Frisur zurückkommen sollen. Soll das auf irgendeinen Doktor anspielen? Ich weiß es nicht. Ich glaube ja. Ja, gehe ich mal davon aus. Ja. Es geht wieder zurück. Wow, wow, wow. Oder nach vorne noch weiter? Nee, wahrscheinlich geht's zurück. Er hat ja gesagt, er will wieder zurück. Daleks erobern und vernichten. Nee, es ist wieder. Genau, das ist die Vergangenheit. Von. Der Part von Lego Dimensions ist leider auch schon vorbei. Zum nächsten Part kommst du, wenn du auf das bereits laufende Video klickst. Außerdem könntest du natürlich meinen Kanal abonnieren, dann wirst du in Zukunft keine Videos mehr von mir verpassen. Natürlich würde es mich auch freuen, wenn du mal auf meinen Facebook, Twitter, Google Plus und Instagram Seiten vorbeischaust. Dort bekommst du immer die neuesten Infos zu mir und meinem Kanal. Die Links zu den einzelnen Seiten und natürlich auch zum Kanal vom Len16, der das Ganze hier mit mir spielt, findest du in der Videobeschreibung. Jetzt wünsche ich dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.